Ja, mein Name ist Claudia Totzke, ich bin von der Georg-Kerschensteiner Oberschule aus Holdorf und wir sind heute mit unseren Schülern der NABU AG hier und entkusseln die Heide. Das heißt, wir sind mit unserer NABU-Aktion immer dahingehend motiviert, etwas für den Umweltschutz zu machen und für den Artenschutz und eben da tatkräftig mit anzufassen. Ich bin Jonas Stukenberg, komme von der Georg-Kerschensteiner Schule. Arbeit macht wohl Spaß. Mein Name ist Bernhard Schonhöft, ich wohne hier in Hand auf Langenberg. Ich bin seit vielen Jahren Naturschützer. Entkusseln heißt zu viel, bestimmte Flächen wie Heideflächen oder auch Trockenrasenflächen von jungen Gehölzen entfernen, die Schatten werfen und dann möglicherweise dann die Pflanzenart zu unterdrücken. Hier handelt es sich um ein Heidebiotop nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes, das auch gepflegt werden muss. Und ich freue mich sehr, dass die Georg-Kerschensteiner Schule auch hier mitmacht. Ich bin der Überzeugung, dies kann man am besten mit jungen Menschen machen, die dann über viele Jahre dann Projekte begleiten werden und dann letztlich erkennen, welchen Wert Umweltschöpfung für uns Menschen hat.